Der Maximiliansweg führt von Lindau bis Berchtesgaden über viele Gipfel am Alpen-Nordrand. Annette und ich beginnen unsere Tour erst in Hiddesau. Schon unsere zweite Etappe führt uns mit grandiosen Nebel- und Wolkenszenarien über die faszinierende Nagelflugkette zwischen Dampfstaufnerhaus und Sonthofen. Für manche Abschnitte am Maximiliansweg braucht man gute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Die Nagelflugkette ist noch relativ harmlos, später werden deutlich anspruchsvollere Strecken folgen. Zwischen Pfronten und Füssen gibt es schöne Blicke auf den Weißensee und den Forgensee. Der Allersee bietet Badegelegenheit. Einer der ersten Höhepunkte unserer Tour ist Schloss Neuschwanstein. Faszinierende, aber teilweise auch recht anspruchsvolle Gebirgspfade. Übernachtungen in Alpenvereinshütten mit wunderschöner Aussicht. Tagsüber Einkehr in romantischen Almhütten. Abwechslungsreiche Pfade über Wiesen oder urige Wälder. Schöne Wasserfälle. Immer wieder Blick auf das Flachland mit seinen vielen Seen. Der Maximiliansweg bietet viel Abwechslung. Einer der Höhepunkte ist der Grat zwischen Herzogenstand und Halmgotten. Es macht einfach Spaß, hier zu wandern. Für trittsichere Wanderer ist der Maximiliansweg bei trockenem Sommerwetter ein wahres Vergnügen. Und nicht nur die tollen Berge und die weite Aussicht begeistern. Unterwegs sieht man Gämsen und Murmeltiere, kann wunderschöne alte Bäume, knorrige Wurzeln, Blumen und Schmetterlinge bewundern. In Berchtesgaden erreicht der D-Wanderer das Ziel des Maximiliansweg. Es war eine schöne Tour.